Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute melde ich mich aus Rimini. Leider haben wir jetzt nicht einen ganz so schönen Hintergrund wie das letzte Mal. Ich hoffe auch, dass die Nebengeräusche nicht allzu laut sind für euch. Heute stelle ich euch die Düfte vor, die ich in der zweiten Urlaubswoche getragen habe. Wenn es euch interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Und los geht's auch schon mit Tag 1 der zweiten Urlaubswoche. An Tag 1 trug ich tagsüber von Moschino Cheap and Chic I Love Love, ein Damenduft aus 2005 von Olivier Cresp. In der Kopfnote Grapefruit, Zitrone, rote Johannisbeere. In der Herznote Teerose, Binse und Zimt. Und in der Basis Moschus, Hanaka-Holz und Zedernholz. Mein schlaues Buch ist auch wieder mit dabei. Heute trage ich kein Make-up und Moschino I Love Love, genau. Und ja, von dem muss ich ganz ehrlich sagen, rieche ich kaum was. Ich glaube, alle Light Blue Varianten gefallen mir besser als dieser Duft. Und Lanvin A Girl in Capri hat mir auch sehr viel besser gefallen. Aber ich werde nachher nochmal nachlegen. Und jetzt mache ich erstmal Yoga unterm Olivenbaum. Und ja, ich hatte so eine kleine Probe. Es war eine Originalprobe. Und ich muss sagen, mein allerliebster Duft war es jetzt nicht. Ich wusste auch nicht so ganz genau, ob mein Röhrchen jetzt wirklich noch gut ist oder nicht. Ich hatte so das Gefühl, ich muss ihn mir überkippen, damit ich überhaupt was davon rieche. Und selbst da ist er noch relativ schnell verflogen. Ansonsten roch er doch relativ angenehm, leicht zitrisch, leicht seifig mit so einer blumigen Untermalung. Aber ich glaube, wenn es um Sommerdüfte geht, dann trage ich eindeutig die aus der Dolce & Gabbana Fruit Collection lieber. An Tag 1 abends trug ich erneut von D-Squared Wand Pink Ginger, ein Damenduft aus 2016 von Aurélien Guichard. In der Kopfnote Ingwer, Mandarine, Zitrone, Mangostane, rosa Pfeffer. In der Herznote Damascena, Rose, Heliotrop und Neroli. Und in der Basis Vanille Absolue, Madagaskar Vanille, Violettholz und Amberholz. Ja. Und heute Abend zum Ausgehen trage ich nochmal Pink Ginger. Weil mein Top immer noch danach riecht und weil ich ihn so wunderschön fand, dass ich ihn auch 10 Tage hintereinander tragen könnte. Und so sieht es hier gerade aus. Ein Duft, den ich so wunderschön fand, dass ich ihn am nächsten Abend direkt nochmals tragen musste. Ich verlinke euch das letzte Video mal oben in der Infobox. Da seht ihr die Düfte, die ich in der ersten Woche getragen habe. Und ja, ich war total überrascht von diesem Duft, weil ich ihn so als generischen, übersüßen Damenduft abgetan habe. Aber er startet doch ja, mit einer relativ scharfen und frischen Ingwernote, die dann zwar doch ins Süße geht, aber ich fand ihn sehr gut tragbar, gerade abends, auch im Sommer, weil er doch irgendwie durch diesen Ingwer nicht so schwer rüberkommt und dennoch ja ein süßer Abendduft ist, wenn ihr versteht, was ich meine. An Tag 2 trug ich von Dolce & Gabbana endlich Light Blue Love is Love, einen Damenduft von 2020, Olivier Cresp, limitierte Version, wie ja eigentlich fast alle Flanker von Light Blue. Wir haben hier in der Kopfnote italienische Zitrone, Granny Smith Apfel, rote Beeren, in der Herznote Jasmin und Himbeersorbet und in der Basis Zedernholz, Amber, Moschus und Sahne. Und heute gibt es endlich Dolce & Gabbana Light Blue Love is Love, meinen, ja, liebsten aus der Reihe. Und los geht's in die Stadt. Wir wissen noch nicht so genau, was wir machen. Vielleicht gehen wir an den Strand, vielleicht gehen wir einkaufen. Auf jeden Fall wollten wir Minigolf spielen gehen, was essen, Eis essen. Ja, alles, was man so im Urlaub macht. Und was kann ich anderes sagen als, ich liebe diesen Duft. Er ist der süßeste aus der Light Blue Reihe, ist aber dennoch gut im Sommer tragbar. Lieber hätte ich ihn nur abends getragen. Ich habe ihn jetzt den ganzen Tag über getragen. Ja, für so einen sehr heißen, schwülen Nachmittag ist er vielleicht ein bisschen zu süß. Außer ihr mögt es auch im Sommer tagsüber süß. Ich habe ihn den ganzen Tag getragen, weil ich ihn sehr liebe. Ich muss aber sagen, am allerliebsten trage ich ihn abends zum Einschlafen und Einkuscheln nach dem Duschen. Im Sommer, ja, wie auch im Winter, also eigentlich ganz jahrestauglich. Aber man kann ihn natürlich auch, wie es auch eigentlich gedacht ist, im Sommer sehr gut tragen. An Tag 3 tagsüber trug ich von Prada Infusion de Rose, ein Unisex-Duft aus 2017 von Daniela Andrier, so rum.
Wir haben hier in den Duftnoten afrikanisches Neroli, italienische Mandarine, bulgarische Rose, türkische Rose und Galbanum. So, heute ein letztes Mal vom Camping- bzw. Glampingplatz. Wir fahren gleich nach Florenz und ich habe Prada Infusion de Rose aufgetragen. Bisher kann ich noch nicht so viel sagen, außer dass er rosig und leicht riecht. Und ich zeige euch jetzt gleich noch unsere Glampinghütte. Und ich muss sagen, ja, er ist ein sehr schöner, frischer Rosenduft, den ich doch mal noch näher unter die Lupe nehmen muss. Ich liebe ja frische Rosendüfte, wie ihr vielleicht wisst. Hier ist besonders gelungen die Kombination aus Rose und Mandarine. Manchmal hat diese Kombination so den Hang, sich so ein bisschen in das Dillartige, zu grüne zu verlieren. Das ist hier auf keinen Fall der Fall. Allerdings ist die Mandarine auch nicht zu süß, sondern eher zitrisch und erfrischend. Unterstützt die Rose ganz gut. Ich habe mich wunderbar beduftet gefühlt. An dem Tag sind wir sehr lange Auto gefahren. Müsste ihn aber nochmal mit meinen liebsten frischen Rosendüften vergleichen. Also von Alice Rose, von ID Parfums Rosafolia oder auch 4711, den Rosenduft aus der Flower Collection. An Tag 3. Wir sind in Florenz angekommen, also musste ich natürlich von LAK Parfums Baiser de Florence tragen. Ein Unisex-Duft aus 2017 von Sonia Constant. Und wir haben hier in den Duftnoten Iris, Weihrauch, Myrrhe, Jasmin, Heliotrop, Zeder, Vanille und Moschus. Heute melde ich mich aus Florenz mit natürlich Baiser de Florence von LAK Parfums. Und ich muss sagen, dieser holzige Weihrauch gefällt mir richtig gut. Holzig ist ja eigentlich nicht so meine Duftrichtung, aber ja, welchen Duft hätte ich anderes tragen können in Florenz? Und ich muss sagen, der Duft startet mit so einem wunderbar leicht prickligen Weihrauch. Ich bin ja nicht der allergrößte Holzfan, aber hier gefällt mir doch diese holzige Note, die bei mir allerdings eher ja, so in den ersten 30 Minuten des Duftverlaufs erscheint. Danach wird der Duft um einiges pudriger und blumiger und wirkt doch sehr edel und fast schon erhaben. Ein Duft, der wunderbar zur Stadt Florenz mit ihren wundervollen Gebäuden und Skulpturen passt. Im Drydown bekommt er eine wunderschöne Vanilleuntermalung. Und ja, ich muss sagen, er ist ein absoluter Kaufkandidat, wenn meine Abfüllung endlich geleert ist irgendwann. Dauert noch ein bisschen, aber ja, dann würde ich mir auf jeden Fall überlegen, diesen Duft nachzukaufen. An Tag 4 trug ich tagsüber von Mask Milano Dolce Aqua. Ein Damenduft aus dem Jahre 2020 von Delphine Thierry. Und wir haben hier in der Kopfnote Meeresbrise, Maiglöckchen, Efeu, Majoran. In der Herznote Mimose, Mandelblüte, Weiße Rose, Madagaskanischer, Ilang Ilang. Ja. Und in der Basis Safranblüte, Virginia, Zeder, Siam Benzoe, Eichenmoos und Moschus. So, wir sind jetzt gleich unterwegs in Florenz und ich trage von Mask Milano Dolce Aqua, der gar nicht so aquatisch ist, wie ich zunächst dachte, sondern eher ja, blumig-putrig mit Mandelblüte. Und ich muss sagen, der Name ist hier so ein ganz klein bisschen irreführend. So viel aquatische Qualität hat er gar nicht. Beim Aufsprühen kommt einem direkt ja, eine sehr pudrige Mandelblüte mit einer leichten Mimose in die Nase. Er ist doch ein bisschen schwerer, als ich erwartet hatte. Erst war ich so ein bisschen, ja, sagen wir mal, überrascht vom ersten Aufsprühen. Aber dann fand ich ihn doch ganz angenehm zu tragen, weil er eben nicht so aquatisch und leicht ist wie erwartet, sondern ein bisschen eher so, ja, auch in die elegante, blumige Richtung geht und er wunderbar auch zu dem Nachmittag in Florenz gepasst hat. Leichte Aquatik hat er dennoch drin, aber es ist für meine Nase eine sehr angenehme Dosis an Kalone, wenn es denn Kalone ist, die da drin ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ihn an einem Strandtag gerne getragen hätte. Ich glaube, zu so einem Sommerregen oder Stadtbummel passt er sehr viel besser. Ich habe mich jeden Tag den ganzen Tag lang sehr gut beduftet gefühlt. An Tag 4 abends trug ich von Laura Biagiotti Roma Passione, ein Damenduft aus 2016 von Juliette, ich blende ihren Namen mal lieber ein,
und Nicolas Beaulieu. Wir haben in der Kopfnote pinke Grapefruit, italienische Mandarine, schwarze Johannisbeere. In der Herznote haben wir Rose, Jasmin, weiße Pfingstrose und in der Basis Vanille, Amber, Tonkabohne und Moschus. Und ich muss sagen, ich mag diesen Duft ganz gerne, auch wenn er so in die, ja, beliebige süße Damenduftrichtung geht, aber er startet erstmal sehr süß und fruchtig, bekommt dann aber im Hintergrund, also beziehungsweise im Drydown, noch so ein sehr, ja, pudriges, fast talgartiges Duftgefühl. Und das finde ich an diesem Duft sehr schön, weil das eben ihm nochmal so dieses gewisse Extra gibt. Und ich muss hier immer nochmal eine Lanze für günstige Duftmarken brechen. Ich finde, Laura Biagiotti hat wirklich ein paar sehr schöne, sehr tragbare Düfte im Programm für kleines Geld. Also schaut da mal rein, wenn ihr nach italienischem Lebensgefühl duften möchtet. An Tag 5 trug ich von Dolce & Gabbana aus der Fruit Collection meinen geliebten Pineapple endlich. Ein Unisex-Duft von 2020 von Marie Salamanche. Und wir haben in der Kopfnote Ananas, sizilianische Mandarine, in der Herznote Jasmin Sambac, in der Basis Vanille Absolue, Orchidee, Amber und Moos. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Duft. Das habe ich, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Für mich passt er wunderbar in den Sommer, in den Frühling, ach ja, eigentlich fast in jede Jahreszeit. Ich trage ihn rund um die Uhr. Er ist schön fruchtig, nicht zu süß, bekommt ja, im späteren Verlauf noch eine schöne blumige Untermalung. Und ich muss unbedingt probieren, ihn nochmal mit Virgin Island Water zu layern, um einen Pina Colada zu bekommen. An Tag 5 abends trug ich wieder von Mask Milano Ray Flection, einen Unisex-Duft von 2020. Alexander Lee ist der Parfümeur. Und wir haben hier in den Duftnoten, in der Kopfnote Mandarine, Aldehyde und Kardamom, in der Herznote Mimose Absolue, Veilchenblatt Absolue, Solarnote, in der Basis Bienenwachs Absolue, Zedernholz und Moschus. Er startet, ja, tatsächlich eher würzig, auf eine sehr angenehme und sonnige Art. Ja, das ist hier ausgelöst durch dieses Kardamom. Ich finde auch, dass man zu Beginn beim Aufsprühen direkt schon diese Bienenwachsnote herausriecht, was ich doch sehr interessant finde. Also der Name passt hier wirklich hundertprozentig zu diesem Duft. Ein wunderschöner Duft für den Sommer, den würde ich auch tatsächlich nur im Sommer tragen. Er funktioniert auch bei sehr heißen Temperaturen. Ich habe ihn abends, relativ früh abends schon aufgesprüht an einem Tag, an dem es über 30 Grad warm war. Er hat mich wunderbar beduftet. Und Mask Milano ist eine Marke, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich für italienische Nischenmarken interessiert. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein paar Düfte von Mask anschauen. Ein paar sind noch auf meiner Testliste und ja, bin mal gespannt. Die Flakons sind ja sehr hübsch, ob da nochmal ein zweiter in meine Sammlung wandert. Einen habe ich ja schon. Und an Tag 5 trug ich noch einen Einschlaf- und Kuschelduft, und zwar von Gucci, das Eau de Parfum. Leider gibt es das nicht mehr. Ein Damenduft von 2002, auch von Daniela Andrier, die hatten wir ja schon mal. In der Kopfnote haben wir Heliotrop und Orangenblüte, in der Herznote Iriskümmel und Thymian und in der Basis Ledermoschus, Sandelholz, Vanille, Weihrauch und Zeder. Und ich muss sagen, der Duft erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Venezia, so vom Duftgefühl her. Ein sehr, ja, balsamischer Duft. Ich finde die Kümmelnote hier recht interessant. Im Herzen wird er nochmal dichter, dickblütig und würzig. Mir hat er ganz gut gefallen. Ich hatte ja das Glück, nochmal einen Resteflakon hiervon zu ergattern. Ja, ob ich ihn unbedingt nachkaufen würde, glaube ich eher nicht. Dafür ist er mir nicht besonders genug. Aber an dem Abend oder beziehungsweise für diese Nacht hat er mich auf jeden Fall gut beduftet. An Tag 6 hat es jetzt endlich mal geregnet und da habe ich mir diesen Duft für aufgehoben. Laura Biagiotti Laura, ein Damenduft von 1994. In der Kopfnote Melone, schwarze Johannisbeere, Wassermelone. In der Herznote Aprikose, Gartennelke, Jasmin, Lotus, Pflaume, Rose, Seerose, Veilchen, weißer Pfirsich und in der Basis Amber, Moschus, Sandelholz und Vanille. Es regnet und stürmt und ich trage Laura. Ich hatte mir den Duft eigentlich für Regenwetter aufgehoben, aber nicht für Regenwetter von der Seite. Und ich muss sagen, es war ein sehr kalter Tag gestern. 14 Grad in Rimini mit Regen erst von der Seite, dann von oben und mit Wind von allen Richtungen. Laura war mir tatsächlich ein bisschen zu süß für diesen Tag. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ansonsten ist Laura ein
sehr durchkomponierter Duft aus den 90ern. Das riecht man auch irgendwie heraus. Also keine Duftnote sticht hier besonders hervor. Wenn überhaupt, kann ich hier Pflaume und Lotus ausmachen. Ansonsten ist es eher so eine gelungene Melange. Aber mein Duft ist Laura nicht. Auch wenn ich den Flakon wirklich traumhaft schön finde und den Duft eigentlich auch sehr schön finde. Ich rieche ihn sehr gern an anderen, aber manchmal ist es ja so, an einem selbst mag man die Düfte nicht, aber prinzipiell dran riechen und sie schön findet man trotzdem. Deshalb bleibt Laura natürlich in meiner Sammlung, da ich sie jederzeit empfehlen und zeigen und auch mal dran schnüffeln würde. Aber ja, selbst so riechen möchte ich nicht. An Tag 6 abends trug ich folgenden spannenden Duft von Dua Fragrances. Vanilla Lemon Gelato, einen Unisex-Duft mit den Duftnoten Vanille, Bergamotte und Zitrone. Und ihn habe ich jetzt zum Kuscheln und Einschlafen getragen und war erstmal sehr verwundert, weil er nach dem Aufsprühen doch sehr ölig erscheint. Aber mir ist dann wieder in den Sinn gekommen, dass viele der Dua-Düfte eine relativ hohe Duftölkonzentration haben. Ich war erstmal so ein bisschen überrascht, weil die Bergamotte doch sehr würzig rauskommt. Also an Vanilla Lemon Gelato habe ich beim Aufsprühen jetzt tatsächlich nicht so gedacht. Aber er hatte für mich doch wegen dieser sehr hohen Konzentration an Bergamotte tatsächlich Ähnlichkeit mit Shalimar. Er hat auch super gut gehalten. Also er wird, sobald diese Bergamotte, sage ich mal, etwas zahmer wird und verfliegt, kommt die Vanille stärker durch. Er wird auch süßer und er hat bis zum nächsten Morgen durchgehalten. Erst habe ich gedacht, boah, was für ein anstrengender Duft schon fast. Aber am Ende fand ich ihn doch sehr hübsch und würde vielleicht sogar doch überlegen, ob ich ihn mir zulege. Ich habe jetzt noch eine kleine Probe, aus der wahrscheinlich auch ja so ziemlich jeglicher Alkohol verflogen ist, wie sich es angefühlt hat, die ich noch aufbrauchen werde. Für Schleckermäulchen oder auch für Leute, die Shalimar eigentlich ganz gerne mögen, aber denen, die diese ja fast schon animalische Vanille zu viel ist, die könnten tatsächlich hier glücklich werden mit. An Tag 7, also heute Morgen, trug ich Dolce & Gabbana Fruit Collection Lemon, ein Unisex-Duft von 2020 von Jérôme Épinette. Und in der Kopfnote haben wir sizilianische Zitrone, kalabrische Bergamotte und Petit Grain. In der Herznote haben wir Ingwer H2O wollte ich schon sagen. Und in der Basis haitianisches Vetiver. Und ich muss sagen, eigentlich braucht dieser Duft ein sehr viel wärmeres Wetter als die heutigen 22 Grad. Er kommt wirklich am allerschönsten im Hochsommer raus, weil er auch so erstmal eine sehr herbe und erfrischende Qualität hat. Wenn dieser scharfe Ingwer dazu kommt, hat er fast so was leicht Aquatisches. Mir war er heute tatsächlich zu herb. Ich weiß aber, dass ich ihn sehr liebe und dass ich ihn jederzeit im Sommer wieder herauszücken würde. Ich hatte gehofft, dass wir nochmal jetzt heißeres Wetter haben, aber wahrscheinlich müssen wir uns jetzt mit 20 bis 22 Grad hier abfinden, was natürlich immer noch wärmer ist als zu Hause. Deshalb, ich will gar nicht jammern. Und ich würde sagen, Lemon ist ein Duft für Puristen, die nicht so viel Süße mögen, die nicht so viel Schnickschnack mögen, die eine klare Linie mögen, weil das hat er auf jeden Fall. Jedoch, wie so viele Sommerdüfte, ereilt ihn eben auch das Schicksal, dass er sehr schnell verfliegt und man ihn so alle 2-3 Stunden mal nachlegen müsste. Und Tag 7 nachmittags bzw. abends, ich trage ihn jetzt gerade schon, endlich mal, Tiziana Terenzi Orsa, ein Unisex-Duft von 2020 von Paolo Terenzi. Ich denke immer an Marc Terenzi. Okay. In der Kopfnote grüner Apfel, kalabrische Mandarine, italienische rote Pflaume, Kokosnuss, Himbeere, Brombeere, mexikanische Magnolie, Himalaya-Orchidee. Das war schon ganz schön viel so. Es geht weiter mit der Herznote. Jasminum auriculatum, bulgarische Rose und Maiglöckchen und in der Basis Amber, australisches Sandelholz, Benzoe, weißer Moschus, Madagaskar-Vanille und Karamell. Beim Aufsprühen direkt kam so ein kleiner synthetischer Touch raus, den ich nicht ganz so schön fand. Allerdings wurde der Duft dann sehr schnell fruchtig, cremig, eine Kokosnuss rieche ich hier raus. Ich erkenne auch schon so eine dezente Blumenuntermalung und auch eine sehr cremige Basis. Liebe Tiziana Terenzi, bisher war ich noch nicht ganz so überzeugt. Ich habe aber auch noch nicht so viele Düfte von dir getragen. Bin jetzt aber doch relativ versöhnt, weil ich fühle mich heute mit Orsa und diesem Marinekleid wunderbar beduftet und gekleidet und
gehe jetzt noch Minigolf spielen. So, liebe Parfümfreunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Straßenlärm war jetzt nicht ganz zu ablenkend. Das nächste Video wird meine dritte Urlaubswoche sein, also die Düfte meiner dritten Urlaubswoche. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und einen Daumen und natürlich auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und bleibt gesund.